Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Yakuza 3. Wir sind nun endlich in Kapitel 4 angekommen und sollen uns jetzt schlafen legen, weil wir morgen in diese eine Stadt fahren sollen. Nein. Wir legen uns jetzt schlafen. Ich bin mal gespannt, was uns in der Stadt erwartet. Dame und nice. Müssen wir jetzt auf Hundejagd gehen? Jetzt müssen wir auf Hundesuche gehen, okay? Da könnte uns eigentlich ein anderer Bluthund helfen, aber gut, den haben wir natürlich nicht. Was? Keine Eiscreme. Pah. Ach. Ah ne, den kenne ich doch nicht. Ich dachte, das ist erst von hinten. Okay. Gut, dass dein Eisverkäufer am Strand war. Claro, teach me. Ja, welchen Strand denn wohl sonst, außer der, der ungefähr 2 Meter vor uns liegt? Tja, verkackt. War doch ein anderer Strand. Habe ich's versaut. Da wollte ich so cool und locker lässig sagen, pah, ist doch selbstverständlich. Und dann ist es doch ein anderer Strand. Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Wartet mal. Der wollte unseren Strand trainieren. Ich gehe noch mal eben zurück. Vielleicht war es ja doch an dem Strand. Ich habe mich nur nicht richtig umgesehen. Ich glaube es zwar eigentlich eher nicht, aber. Ach, da vorne ist er wahrscheinlich, oder? Ist er das? Ja, gut. Dann war ich doch cool. Dann war er doch hier am Strand. Warum steht denn der da oben? Alright. Oh, Mist. Einmal zu viel gedrückt. Oh, nun Chaku. Natürlich, take off your shirt. Irgendwie hat's Yakuza damit, dass irgendwie alle Leute ihre Oberteile ausziehen sollen. Der alte Mann ist doch nur geil auf uns. Ja, okay.
Okay, just defeat me. Koyo. Oh, ist ja schon fast tot. Haha. Ich habe übrigens irgend so eine neue Technik freigeschaltet. Ich muss nur noch herausfinden. Okay. Schade, das ging jetzt nicht. Dann muss ich, glaube ich, länger die Dreiecktaste gedrückt halten und dann kann ich so zu so einem Power-Tritt ausholen. No. Ich glaube, der Typ nimmt irgendwelche Drogen. Und ein weiteres Mal. Jetzt macht er uns bestimmt total fertig. Oh ja, jetzt. Wow! Wow! Boah, das ist ja mal voll übel, das Ding. Ehrlich, das Ding ist echt voll übel. Das Ding ist so schnell, dass man keine Chance hat, dem irgendwie so richtig schnell auszuweichen. Sobald er einen einmal trifft, keine Chance. Mist. Ich hoffe, ich kann ihn greifen. Ne, kann ich nicht. Boah, das ist ja voll übel. Er macht uns voll fertig. Mano, warum kann man dem Scheiß eigentlich nicht ausweichen? Irgendwie klappt mein lustiger Tritt, den ich hier machen will, nicht. Ah doch, da ist er. Habt ihr gerade gesehen? Da konnte ich mich so cool aufladen. Okay. Naja, man kann den Waffen fast gar nicht ausweichen. Ich würde den aber schon gerne besiegen. Das heißt, ich nehme ja gleich wahrscheinlich mal so ein Getränk. Aber wer weiß, was wir da vielleicht bekommen. Vielleicht bekommen wir ja auch, der ist voll schnell. Alter. Ich kann den gar nicht ausweichen. Getränk, Getränk, Getränk. Das ist gut. Jetzt mitten in die Fresse. So gefällt mir das. Meine Herren! Wirklich. Ich möchte jetzt mal gerne diesen Tritt aufladen. Boah, schade. Also die Attacke gefällt mir nicht, allein schon mal stehen bleiben muss. Kann dem Scheiß echt kaum ausweichen. Sobald er zum Gegenangriff ausholt, ey, echt keine Chance. Also das muss ich Yakuza irgendwie ja ein bisschen ankreiden, aber das habe ich ja schon mehrmals in meinen anderen Let's Plays gesagt, dass man keine Möglichkeit hat auszuweichen, wenn man seine Attacke irgendwie mit einer starken beendet oder so, oder einmal in seiner Combo gefangen ist, gibt es keine Möglichkeit auszuweichen. Also das ist echt übel wie jetzt. Ich kann X drücken oder L1 zum Ausweichen. Geht gar nicht. Ey Leute, komm, jetzt hier. Der Typ geht mir auf den Sack, ne? Ich mach keinen Kampftechnik mehr mit dem. Ich habe keine Lust, an dem zu verrecken. Ja. Hahaha.
Okay, da muss ich ihn wahrscheinlich doch besiegen. Gut, aber das werde ich wahrscheinlich mal so machen. So nebenbei. Dann kann ich mir dann die Sachen sozusagen da kaufen. Ich muss mal kurz was gucken. Ich muss nochmal sowas zu mir nehmen. Am besten. Wie viel füllt denn dieses Kleine auf? Naja, nicht so viel, okay. Gut, egal. Wir machen uns jetzt mal auf jeden Fall auf den Weg in die Stadt. Okay. Hier gibt es einen Speicherpunkt, das ist jetzt egal. Karte eben kurz aufmachen. Ich will mal eben kurz was sehen. Und zwar will ich zum. Ah, da oben gibt es den Waffendealer. Okay. Da unten gibt es die Drugs. Ich gehe mal kurz in den Drugstore. Ich renne da mal kurz hin. Der ist nicht so weit weg. Oh, da ist der Typ. Nein, ich möchte noch nicht mit ihm reden. Erst später. Oh. Jetzt kommt wieder so ein fetter, komischer. Jetzt habe ich den Namen vergessen, wie die heißen. Wow, da hat wer ein. Scheiße, da hat ein Rohr. Mist! So. Die sind nämlich echt übel, die, wie heißen die nochmal? Mir fällt's gerade. Sumo-Ringer, genau. Das sind nämlich Sumo-Ringer eigentlich mit so Sumo-Ringer-Techniken, deswegen sind die auch so, ja, etwas dicker. Und die sind echt schon stark auf jeden Fall. Oh. In your face. So, das müssten wir doch locker flockig gewonnen haben. Ja, jetzt kriegen wir nochmal Geld und jetzt können wir uns gleich nochmal. Ja, ist jetzt vollkommen egal. Jetzt können wir uns nämlich. Oh, der Kampf war gut. Wir hatten ja vorher nur ganz wenig, weil wir uns diese Weste gekauft haben. Jetzt können wir uns nämlich ein wenig eindecken mit. Bin ich hier richtig oder bin ich schon zu weit? Nein. Ne, ich bin fast da. Okay. Jetzt können wir uns hier nämlich ein wenig eindecken, nochmal mit so Items. Okay, ja, hello, hello, thank you. So, ich will Stamina X. Yes. Oh, Mist. Ich wollte noch ein bisschen mehr. Das sind Tauriner. Mich würde mal interessieren. Ich glaube, wenn ich mir so drei so Stamina-Dinger kaufe, könnte ich sogar besser daran sein, als wenn ich ein so ein großes Stamina XX kaufe. So, aber das reicht auch. Jetzt genug eingekauft. Jetzt machen wir uns auf den Weg hinten zu der Kreuzung, wo schon der Typ im Lilanen stand und unser kleines Mädchen, Izumi, glaube ich, hieß die. Die Namen kann ich mir alle nur sehr schwer merken. Wenn das kleine Mädchen Henrietta heißen würde, dann könnte ich es mir eher merken. So, Ryukyu Boulevard, okay. So, müssen wir denn jetzt hin? Hatsumachi. Das muss ich sagen, das stört mich immer ein wenig. Also, viele Sachen werden dann einfach nicht angezeigt. Und. Woher soll ich denn jetzt bitte zur Hölle wissen, was. Oder wa wo ha Hayatsumachi, ach keine Ahnung, WTF, was auch immer ist. Das ist die Street. Das sah doch gut aus. Da ist er. Und man kann leider nicht markieren. Aber das ist okay.
Ich hoffe, wir werden gleich nochmal in so einen Kampf verwickelt und wir kriegen ein bisschen Kohle. Denn da oben können wir unsere Waffen reparieren lassen. Komm, kann mich nicht hier wer anpöbeln, bitte? Ich möchte bitte angepöbelt werden. Oh, da liegt was. Da liegt was. Da liegt was. Was liegt da? Oh, ein Locker-Key. Cool. Ah, das sind bestimmt diese Schließfächer. Okay. Downtown Ryukyu. Muss ich wahrscheinlich irgendwo unten hin. Ja, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Ah ja, sehr gut. Da will mich doch wer anpöbeln. Das gefällt mir. Den machen wir natürlich direkt fertig. Oh, gegen Yakuza. Das heißt, es gibt Geld. Deswegen können die sich auch so cool aufladen. In your face, so. Nein, das will doch gar nicht. So, sehr gut. Meine Fresse. Krass. Ich vergesse manchmal einfach mal diese coolen Gegenstände aufzunehmen, weil das sieht nicht nur effektvoll aus, sondern bringt auch einiges, weil man dadurch eine viel höhere Reichweite hat. Ja, nochmal 10.000 Yen. So gefällt mir das. So, hier sind wir auf jeden Fall im richtigen Distrikt. Da sind nochmal Yakuzas. Wow. Oh. Lol, 100.000. Okay, dann müssen wir ihn jetzt wahrscheinlich besiegen. Ja, ist mir doch egal. Vielleicht sind die jetzt so mega stark. Und ich hätte lieber die 10.000 Yen bezahlen sollen. Aber ich glaube es eher nicht. Obwohl, das ist, sieht schon so echt so aufgemacht aus wie in so ein starker. Oh ja. Die Musik ist ja mal geil. Ja, die sind auf jeden Fall schon stärker. Nein, 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 ich möchte noch ausweichen. Nein, also. Die Musik ist lustig, auf jeden Fall. Komm. Jetzt voll vor die Wand. Sehr schön, so gefällt mir das. So, der ist auch kaputt. Na gut, so stark sind die jetzt auch nicht. Nur die Musik war cool. Sehr schön. Nochmal Geld. Manchmal sind diese Straßenkämpfe zwar nervig. Gab sogar Erfahrung. Manchmal sind diese Straßenkämpfe zwar nervig, aber die bringen auch gut Geld. Und wir gehen jetzt gleich mal erstmal unsere ganzen Waffen reparieren. Ja, ich möchte kurz safen. Das ist halt so ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber man läuft halt in Yakuza recht viel rum, ohne jetzt ein bisschen Plan so von der Umgebung oder so zu haben. Und das heißt, das zieht natürlich ein bisschen die Parts in die Länge, aber gut. Das müsst ihr mir bitte entschuldigen. Da ist der Laden. Hier können wir unsere Sachen reparieren. Ich würde am liebsten jetzt gerne meine komische Katana verkaufen, weil die ist doof. I'm here to sell. Ja, okay. Ich möchte bitte das Dark Wooden Sword verkaufen. Yes, möchte ich bitte. Okay. Gut. I'm here to buy. Jetzt ist die Frage, wie kann man denn hier reparieren lassen? Boah, gibt noch ein besseres.
Okay, da seht ihr jetzt, was es uns gebracht hat. Hyper Stunion. Und ein normales Stunion, okay. Wir können hier so ein Wooden Nunchaku kaufen. Das werden wir jetzt auch tun. Yes. Aber reparieren? Also, wenn ich das so sehe, so reparieren klappt jetzt nicht, oder? Ich ziehe mal so links oder rechts, ne, irgendwie. Ich kann es zwar nur kaufen. Ich glaube, da muss ich einen richtigen Laden für und nicht hier. Ja. Nee, das ist blöd. Das ist auch doof. Der Stab ist gut. Na, ist egal. Also, ich habe mir auch so überlegt, dass ich die. Wir könnten noch so ein Leiter. Haben wir eins gekauft? So ein Leiter, ja, haben wir. Ich habe mir auch schon überlegt, dass ich diese Waffen eigentlich nur noch benutzen werde, wenn wir in so eine Art, ja, Endkampf gehen, weil das Problem ist einfach vorher, die Waffen sind dann kaputt und vorher rennen viele mit einer Waffe rum. Und dann kann man den meisten so eine Waffe wegnehmen, aber jetzt in einem Endkampf gibt es halt kaum Waffen und da sind so. Ah, die müssen wir noch ausrüsten. Sind so richtige Items dann doch schon ganz gut. Ja, der ist leider kaputt. Da müssten wir in irgendeinen Laden. Ich weiß nur nicht wo. Machen wir nochmal die Map auf. List Store. Okay. Stone Market. Da ist der Weapons Dealer. Das sind die ganzen Sachen. Naja, aber da ist jetzt irgendwie nichts, wo man sagen könnte, hier, was jetzt neu dazugekommen wäre. Wo ich Sachen reparieren könnte. Außer der Weapons Dealer. Das verstehe ich noch nicht so ganz. So, was wurde gesagt? Hatsumachi. Wir sind auf jeden Fall richtig. Also, zumindest sozusagen von der Location her, oder? Nein. Wir müssen noch mal gucken. Wir müssen uns am besten noch mal so ein Dings hier kaufen. So, Accessoires. Hatsumachi, South Hatsumachi. Ja, da sind wir auf jeden Fall richtig. Gut. West Hatsumachi. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Samurai. Ne. Samurai, sage ich schon. Sumo-Ringer meinte ich. Ja, das ist jetzt sehr lustig hier. Also. Also hier den Hund zu finden wird schwierig. Ich habe hier nämlich noch nicht mal keinerlei Ansatz, wo ich suchen soll. Ist irgendwie ein bisschen. Naja. Okay, da bin ich schon zu weit anscheinend. Der Idiot wird bestimmt in irgendeiner Seitenstraße sein, aber. So, hier bin ich auf jeden Fall genau im Zentrum. Okay, ne, hier ist nichts. Vielleicht hier hinten. Da, aber da ist erstmal jemand, der mich anpöbeln will. Ja, ist mir vollkommen egal, was die sagen. Da haben wir ihn gefunden. Also, der ist da hinten in der Ecke. Ja, komm. Oh, wieder Yakuza, okay. Da hat er mich direkt umgekickt. Aber so eine coole Stange hier bringt's doch immer. Wow! Der hat eine Waffe. Boah, der Typ ist voll stark. Ja, okay. Warum treffe ich den nicht? Eieiei. Egal. Jetzt kann ich nicht durch die Gegnermassen schneiden. Komm jetzt her! Dann halt so. Mensch. Ja. Bla, hier. Ey, 5000? Also ganz schön knauserig. So, da ist der kleine Bello. Da liegt dann auch was auf dem Boden.
Aber der, wie auch, wie schön er da auch sitzt. Oh, jetzt müssen wir. Okay. Jetzt müssen wir. Also, jetzt langsam wird es ein bisschen lächerlich. Jetzt müssen wir ehrlich dem Hund. Ah, mit R2 kann man schneller laufen. Jetzt müssen wir ehrlich dem Hund hinterher rennen. Ey! Wie schnell wir rennen können. Wahrscheinlich kann ich irgendwie dem Hund den Weg abschneiden. An bestimmten Stellen. Links oder rechts? Nee, links, okay. Weil so komme ich dir wahrscheinlich nicht auf die Schliche. Okay. Oh, jetzt rennen wir bestimmt wieder irgendwem in die Arme. Warum ist der so gemein? Wir tun dem doch gar nichts. Nee. Nee, das ist ein anderer Hund. Ja, vor dem Typen in dem lila Outfit hätte ich auch Angst. Oh. Und darunter ist auch noch Rex. Ganz schön klischeebehaftet. Okay. Milk. Knochen. Ja, Hundefutter halt. Also. Gott, wo krieg ich denn jetzt Hundefutter her? Ja. Machen wir mal Map auf. List. So, welcher der Shops könnte jetzt? Ibusupon, das könnte was haben. Die M-Stores haben nichts. Works Camille. Oh Gott. Der Public Market hat auch nichts, das weiß ich. Ja, geil. Jetzt können wir nur die Geschäfte abbrennen. Das ist ja mal Kacke. Oh! Oh. Oder? Nee. Oh. Okay, das zeigt nur an, dass da der Hund ist wahrscheinlich. So, dann machen wir uns mal jetzt hier auf den Weg. Dann gehen wir erstmal da rein. Oder ist es dieser Handtaschendealer oder was? Egal, reingehen schadet nicht. Okay, der sieht definitiv nicht danach aus, als hätte der Hundefutter. Und vielleicht hat er noch was anderes. Naja, der hat nur Bracelet, bla bla, 9er Eisen, Breitschwert. Okay. Gut, der hat nichts Interessantes. Außer das chinesische Breitschwert, das wäre natürlich richtig sexy, aber gut. Dann müssen wir uns jetzt Stück für Stück durcharbeiten. Wird der Part wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger, aber das ist ja vollkommen egal. Ich bin ja da relativ flexibel, beziehungsweise wir können ja eigentlich so lange uploaden, wie wir wollen. Nur ich finde es halt zum Beispiel persönlich immer weh, der ist jetzt da oben. Wir rennen mal nach da unten. Ich persönlich finde es immer nur ein bisschen angenehmer, wenn man ein wenig kürzere Parts hat, weil dann muss man nicht immer eine Stunde am Stück oder so schauen, oder wenn man halt mittendrin was zu tun hat, dann irgendwie mittendrin das Video pausieren, sondern kann einfach den Part zu Ende gucken und dann den nächsten anfangen. Aber ich will jetzt hier nicht bei dem Hunde-Dingsbums da irgendwie schneiden oder so. Das Einzige, was natürlich uns ein bisschen auffällt, ist natürlich die Tatsache, dass uns hier alle Footlangs irgendwelche Idioten angreifen. Hm.
das ging recht fix. Und tot, tot, sehr gut. Ja, ist mir egal. Hat er uns noch was zum Regen gegeben? Dann gehen wir mal nach hier vorne. Ja, nee, das sieht aus wie eine Eisdiele, oder? Nein, okay, das ist das Geschäft. Ja, ne, das Cookies. Ich hätte, glaube ich, eher Hamburger sagen sollen, dann wäre es, glaube ich, am einfachsten gewesen. Cookies, Cheesecakes. Schade. Nee, das ist auf jeden Fall nicht das Richtige. Gut, gegenüber direkt ist auch noch ein Laden. Maybe hier. Das ist nur Getränk. Alter Schwede, ist das scheiße. Gut, dann haben wir jetzt noch die kleinen Lädchen da drin. Dann schauen wir mal. Ah, Mist. Was ist denn das hier? Das ist der Stone Market. Der hat sowas auch nicht, das weiß ich. Da waren wir schon mal drin. Okay, gut, da unten. Wir gehen jetzt einfach nochmal aus Spaß in den Drugstore. Vielleicht hat er es mittlerweile vorrätig. Das war echt, echt eine blöde Aufgabe. Also das gefällt mir jetzt echt nicht. Drinker, Toughness, Kontaktlinsen brauche ich nicht. Gut, dann wieder raus hier. Gehen wir nochmal kurz hier vorne vorbei. Ja, der hat die Handtasche geklaut. Nein. Call the police. Ich will dem jetzt gar nicht helfen. Ja, ist jetzt egal, ist mir egal, bla bla bla. Ich bin irgendwie gerade wenig interessiert an Nebenmissionen. Ich ist gerade irgendwie ein wenig abfuckt. Gut, wir gehen mal in den Public Market rein. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja irgendwas beim Public Market zu kaufen. Aber hier gibt's nur Fisch und so ein Scheiß. I'm here to buy. Okay, Shrimp. Ne, okay, auch nix. Okay, haben wir auch nur einen Laden drin zum Kaufen. Das heißt, das können wir auch vergessen. Jetzt sind wir schon seit ungefähr 10 Minuten auf der Suche nach einem blöden Hundefutter. So, da vorne waren wir in dem Laden noch nicht. Der will uns bestimmt wieder anpöbeln. Ah, da müssen wir aber von der anderen Seite. Okay. Also das sieht mir doch weniger nach. Okay, ich gehe einfach mal mit. Gut, das wird auf jeden Fall nicht der Laden sein, wo wir Hundefutter kaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine dieser Waffenläden ist. Ah, okay. Ah, okay. Nee, ich möchte nicht. Hier können wir eine Runde gamblen. Gut, dann bleibt für mich als einzigster Store noch übrig der Store, der direkt ganz oben ist. Und sollte der das auch nicht haben, dann schaue ich mir irgendwo nach, weil das geht mir auf den Sack. Auf dem Weg liegt kein anderer Store mehr, ne? Na gut, da außen liegt noch ein Store. Den können wir noch abklappern. Wir rennen gleich mal noch eben nach rechts. Ja, ich bin ein wenig genervt, wie ihr merkt. Weil, wie gesagt, ich bin doch schon. Also, ich finde es zwar klasse, dass man so nebenher und sowas macht. Aber jetzt halt irgendwie Hundefutter zu besorgen, finde ich dann doch sogar. Finde selbst ich affig. Also, ganz ehrlich. Junge. Wow! Da bin ich mit der Stange geschlagen. So. Die nehmen die ganze Zeit Gegenstände. Der war.
Der tat weh. Aber nicht noch einmal. Aber eigentlich müsste das verhältnismäßig viel Geld geben. Einfach aufgrund dessen, weil wir gegen 4 oder 5 Leute gekämpft haben. Aber ist auch egal. Ja. Ah, ne, gibt's. Entschuldigt bitte. Gibt's Stamina XX? Was ich natürlich gar nicht bedacht habe. Shit. Man könnte Hundefutter natürlich auch bei einem Restaurant rein theoretisch bekommen. Also so ganz rein theoretisch mal gesprochen, aber gut. Ey, jetzt ehrlich. Oh. Boah, der hat voll viel Leben. So Leute, ich mache hier gleich jetzt nach dem Kampf mal einen kurzen Schnitt. Schau kurz irgendwie mal nach, wo man dieses Hundefutter kaufen kann. Und dann melde ich mich gleich wieder zurück. Also bis gleich. Ja, Leute. Da bin ich wieder. Meine Idee war gar nicht so blöd. Da, wo ich gerade bin, unten rechts, musste ich in einen dieser M-Stores. Und da gab es dann Hundefutter. Hätte ich auch einfach nur ein Stück weitergehen müssen, anstatt nachzugucken. Ich bin da jetzt einfach mal schnell hingereist. Dann brauchen wir nicht mehr so viel. Oh mein Gott. Oh nee. Jetzt mal ehrlich. Keine Ahnung, irgendwas genommen. Ja, Leute, bevor ich dem mit. Also ich bin ja sehr, sehr hundelieb und so. Ich habe selber einen, aber bevor ich diesem Scheißköter jetzt hier noch einen Ball oder irgendwas anderes hole, schneide ich hier und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Also haut rein.